Da gehst du jetzt hin und legst los. Also, Hände nicht mehr in die Hosentaschen, du weißt Bescheid. Lass es dich nicht weiterlaufen. Erzähl etwas von dir. Bau Vertrauen auf. Berühre sie leicht mit dem Körper, lass wieder los. Verstehst du? Okay, gut. Also ich muss mal sagen, ich fand es schon wesentlich besser als vorher. Du hast die Hände nicht mehr in die Hosentasche, du hast die Hände aktiv benutzt, um eine Verbindung herzustellen mit der Dame. Du hast das Gespräch am Laufen gelassen, du bist nicht verfallen und hast dauernd Fragen gestellt, wie ich es dir vorher gesagt habe. Du hast versucht, eine Verbindung aufzubauen. Und dann bin ich ja kurz gekommen und habe dir kurz in dein Ohr geflüstert. Und dann hast du auch nach der Facebook-Verbindung gefragt. Also ich fand, dass du das schon viel, viel besser gemacht hast als vorher. Also da hat schon sehr, sehr viel gestimmt, oder? Nicht genauso. Und ich meine, das Wichtige ist ja jetzt hier, so kurzfristig kannst du ja nicht sofort die Frau irgendwie mit nach Hause nehmen. Das geht ja nicht, ja. Wir sind ja jetzt gerade hier am Drehen. Ist die große Frage vorher aufgefallen, ja, von dir. Wie ist es denn eigentlich mit dem Namen? Fragt man nach dem Namen? Muss man nach dem Namen fragen? Da muss ich sagen, man muss nicht nach dem Namen fragen, weil sobald, wenn wir gerade am Flirten sind, du mich zum Beispiel fragen würdest nach meinem Namen, weiß ich, okay, da ist ja ein bisschen Interesse. Ja? Das heißt, ich addiere sozusagen die Signale und weiß dann, okay, da kommt was. Es gibt verschiedene Signale und man kann natürlich den Namen immer sagen gegenüber und sich vorstellen, ist aber überhaupt keine Pflicht. Man kann den Namen natürlich sagen, aber die Männer vergessen ihn ja meistens sowieso gleich wieder und ich würde sagen, alle guten Dinge sind drei und jetzt probieren wir die dritte Lady aus. Ha?